Ach, war schon ja, zu viel. War gar nicht zu wenig. Gar nicht mal so wenig. Hallo, ich heiße Irina Pagonina. Ich stamme aus Moskau und in Österreich bin ich schon seit 2013. Während meiner schwierigen Zeiten, als ich Babys gekriegt habe und war nur mit Babys und Kinderwagen spazieren, habe ich immer Videos zu Thema Fotografie über YouTube geschaut. Dann habe ich angefangen mit Retusche. Es war die einzige Möglichkeit für mich, von zu Hause was zu tun, mit dem Computer zu arbeiten, weil ich konnte nicht raus wegen Kinder. Und dann habe ich angefangen, die Retuschekurse zu machen und wollte mich damit beschäftigen. Bei der Retusche war es schwierig, weil ich hatte keine schönen Bilder zum Retuschieren für mein Portfolio. Und dann habe ich gedacht, schwierig zu kriegen. Ich habe Fotografen angeschrieben und nicht gerne geben sie die Bilder. Da muss ich selber machen. Oh, von Ruhe. Ja, eigentlich schon. Ich habe leider letzte Zeit nicht so viele Möglichkeiten daran, irgendwie überhaupt teilzunehmen oder anwesend zu sein. Aber früher hatte ich auch eine Metalband in Moskau und ich habe eigentlich als Reportagefotografin angefangen. Ich war viel bei Festivals, Konzerte, habe fotografiert, Interviews mit Bands gemacht. Also durch diese Tätigkeit habe ich meinen Mann kennengelernt, der Musiker war. Ja, und so Show ist, ja, liebe das. Aber möchte mich auch schon machen, manchmal irgendwo rausgehen zur Party oder Festival. Ich hoffe, es kommt noch. So wie ich werde mich wirklich selber nicht so loben, aber was ich von anderen Leuten gehört habe, ich bin scheinbar angenehmer Mensch, einfach mit dem man arbeitet, ich bin nicht kompliziert und stressig. Ich war einmal in Polen und habe dort einen Monat gearbeitet und immer wenn ich gegangen bin, jeder stoppt mich. Kennen Sie das oder das? Können Sie das irgendwas machen? Wieso ich? Scheinbar bin ich, weiß ich nicht, schaue nett aus oder keine Ahnung. Und jeder kommt zu mir und fragt, wie komme ich zu dieser Straße oder wohin? Ich habe keine Ahnung, aber ja, es ist kein Talent, aber vielleicht doch. Ja, ich spreche Russisch, das ist meine Muttersprache. Dazu spreche ich Deutsch, wie man sieht wahrscheinlich, und auch Englisch. Leberkäse ist eigentlich nicht nur meines. Lieber Käse. Ja, ich habe Pole Dance gemacht und eigentlich würde das gerne weitermachen. Es war leider durch diese Corona und so alles unterbrochen und Studio, wo ich die Stunde hatte, ist jetzt geschlossen. Aber sonst Pole Dance und als Kind habe ich Ball Dance gelernt, aber jetzt kann ich das gar nicht mehr. Ich mache ein bisschen manchmal böser Humor. Ja, also das ist auch eine Geschichte. War ich schon am Tod und ich muss sagen, das hat mir sehr gefallen. Ich wollte dann nicht mehr zurück. Scheiße, wieso? Es ist zu Ende. Das war schön und ich habe mich so erholt. Das war das Beste. Verantwortlich, gut und so nett. Eher wahrscheinlich melancholisch. Mega Skill ist geworden, dass ich beim Fotoset oder Videodreh gleichzeitig fotografiere, filme für Stories, für normales Video, für das und das. Da schminke, da alles herrichten und auf alles aufpassen und dabei nichts vergesse.